l'ultima grande piana di marea del Triassico, delle Dolomiti, possiamo dire. La fine della storia del Triassico. Das letzte große Wattenmeer der Trias, der Dolomiten, der Hauptdolomit. Der letzte Abschnitt der Geschichte der Trias ist im Dolomitengebiet und in den gesamten nördlichen und südlichen Kalkalpen ein relativ ruhiger. Abbiamo una enorme piana di marea. Es ist die Zeit eines ausgedehnten Wattenmeeres, eines unglaublich weiten Meeres also, das höchstens ein paar wenige Meter tief ist. Zudem ist das Klima sehr warm und tendenziell trocken. Das Leben im Wattenmeer ist kein einfaches, weil das extrem flache Wasser sich schnell aufwärmt, wodurch der Salzgehalt ansteigt. Im Hauptdolomit finden sich häufig Strukturen, die von blaugrünen Algen stammen, von Cyanobakterien also, die zu den ältesten bekannten lebenden Organismen zählen. Es handelt sich um flache, parallele Schichten, die mehr oder weniger wellig sind und Stromatolithen genannt werden. Während sich die Cyanobakterien selbstverständlich nicht erhalten haben, sehen wir noch die Sedimente, die zwischen den Algenschichten angehäuft wurden. Heute bilden sich Stromatolithen nur noch vor den Bahamas, im innersten Persischen Golf und in der australischen Shark Bay. Wegen der schwierigen Umweltbedingungen, die wir bereits erklärt haben, enthält diese Formation, die auch schon einmal einen Kilometer mächtig sein kann, nur wenige echte Fossilien, die zudem oft auf wenige Schichten konzentriert sind. Predominano questi megalodonti. Vorherrschend sind Megalodonten, große Muscheln, von denen häufig nur ein Steinkern erhalten geblieben ist, also jene Sedimente, die einst das Muschelinnere ausgefüllt haben. Die Muschelschalen haben sich dagegen über die Zeit aufgelöst und einen Hohlraum hinterlassen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das anfängliche Kalkgestein in Dolomitgestein umgewandelt worden, man spricht von Dolomitisierung, und dabei die Muschelschale aufgelöst worden ist. Die Form der Muschel hat allerdings überdauert und wir können den äußeren Abdruck der einstigen Schale bewundern. Darüber hinaus gibt es allerdings wenig, die Anzahl der Arten ist gering. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die Dolomitisierung auch die Reste der kleinen Organismen zerstört hat.